Zu einem neuen Filmchen von der Hobby-Ecke. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Freut mich wirklich. Heute geht das Filmchen über ein neues Bild im Shop. Das habt ihr bestimmt schon gesehen. Ja, und ein paar Videos werden wir machen und noch ein paar Infos und so weiter. Schaut einfach das Video durch. Ich hoffe, es gefällt euch. Ja. Bis nach dem Intro. Ich wollte euch jetzt noch mal zu den Toolkits, zu diesen Spezial-Toolkits etwas sagen. Ich habe noch ganz, ganz wenige da. Die möchte ich aber nicht online stellen, weil dann sind sie gleich wieder ausverkauft. Ich habe das Problem jetzt, diese weißen Schiffchen zu bekommen. Habe sie bestellt und habe auch schon versandt. Benachrichtigung, dass die nächste Woche kommen. Also die scheinen wohl sehr beliebt zu sein, diese großen weißen Schiffchen. Genau. Sobald ich die habe, und da habe ich eine Menge bestellt, werde ich diese Päckchen wieder packen. Diese orangen und blauen Spezial-Toolkits. Und dann könnt ihr, weil so habe ich alles da. Da kriege ich auch noch eine Lieferung vom Wachs. Aber da habe ich noch welche, die kann ich dann verpacken und genau, die müssten reichen und dann kann ich schon wieder mal ein paar online stellen. Sobald ich dann die Lieferung von denen kriege, ich nehme an Ende nächster Woche, kann ich richtig viele. Meine Katze steht vor der Tür und will rein, darf gleich rein. Da kann ich dann wieder viel packen. Viel Päckchen packen, viel Spezial-Tool-Kits packen. In Orange und Blau. So, genau. Wollte ich euch nur mal sagen, also die kommen auf alle Fälle wieder nach. Aber ich hatte jetzt ein bisschen Schwierigkeiten, die weißen Schiffchen zu bekommen. Alles klar. Dann machen wir weiter. Ihr habt ja wahrscheinlich schon im Shop entdeckt oder auf TikTok oder Instagram die Ankündigung des neuen Bildes. Und zwar, ihr kennt ja das Bild schon. So, der glückliche Panda im Kirschbaum mit den Blüten. Den hatte ich ja vor kurzer Zeit in runde Acrylsteinchen und AB-Steinchen und der kam bei euch so gut an, dieser Panda. Und der ist auch jetzt ausverkauft, dass ich ihn nachbestellt habe und zwar mit eckigen Harzsteinen und AB-Steinen. Genau. Und ich finde den ja auch so, so goldig. Jetzt machen wir das mal auf und dann stelle ich euch dieses Bild noch mal genauer vor. Und das wird mein nächstes Projekt werden. Ich finde den so goldig, diesen glücklichen Panda. Und ich habe auch schon einige in Runde gepainted gesehen, Bilder, und der hat auch mit den Acrylsteinchen wahnsinnig geglitzert. Und jetzt wollte ich das mit Harzsteinchen ausprobieren. Ja, genau. Also dieser Panda hat 25 Farben. Wir schauen uns das alles ganz genau an. Er hat wieder eine kuschelige Leinwand. Ist abgesteppt, wie ihr seht. Und ja, ist eine schöne Leinwand, eine angenehme Leinwand. Legt sich auch gleich glatt, wie ihr seht. Und genau, hat 25 Farben. Also ein Toolkit gibt es mit, ein ganz normales. Und natürlich auch noch ein Coverminder. Schauen wir uns den nochmal an. Das ist jetzt noch ein Coverminder mit einem Magneten hinten. Oh. Genau, den könnt ihr dann festmachen an der Folie und dann verrutscht es euch nicht. Jetzt habe ich die Umfrage gestartet gehabt, was ihr lieber hättet. Coverminder oder Kühlschrankmagneten. Dann fällt halt der eine Magnet weg, das ist hinten gerade geschlossen und es ist ein Magnet hinten, dann könnt ihr den an den Kühlschrank machen, weil das hält hier nicht. Und dann waren, ich glaube, 90% dafür, einen Kühlschrankmagneten zu machen. Gut, das ist jetzt noch einer,
das war schon bestellt. Genau, also die zukünftigen Coverminder, ich glaube, ich kriege ja jetzt noch Bilder. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob die alle Kühlschrankmagnete schon sind, aber ich glaube, er war der letzte, den ich so bestellt habe, und die anderen werden Kühlschrankmagnete, dass ihr den danach auch noch verwenden könnt für eure Pinnwände oder Kühlschränke oder auch Öfen. Öfen sind ja auch mit Edelstahl teilweise, ja, wie soll man sagen, gemacht. Und dann könnt ihr die hinpinnen und es sieht doch hübsch aus. Genau, das wollte ich euch noch sagen. Genau, jetzt schauen wir uns mal, ich glaube, 2 AB-Steine sind da drinnen oder sind in dem Bild verbaut. Genau, gucken wir mal. Da sehe ich schon eine AB-Nummer, die 819 und die 666, das knallige Rot. Dann schauen wir mal. Also das knallige Rot sehe ich jetzt schon mal hier. Und hier, also überall da sind, ist das knallige Rot, ist das AB-Steinchen und das C. C ist eine helle Farbe. Was haben wir denn als C? Die 819, das ist so ein hellrosé. Das ist hier, so am Rande des Kopfes, so in der Schnauze. Genau. Ach, und hier überall, so in den Kirschblüten, ist das auch verbaut. Aha. So um den Panda rum, in den Kirschblüten. Oh, das kann ich mir super vorstellen, dass das, wenn das so vereinzelt um den Panda ist, ziemlich gut leuchtet. Und die Schnauze wird halt dann auch hervorgehoben. Toll. Richtig super. Genau, 25 Farben. Harzfarben, 2 AB. Gut, ich erkläre nochmal, für welche, die das noch nicht wissen, AB heißt Aurora Borealis. Ich zeige es euch. Das ist die 666 Aurora Borealis. Diese Steinchen, also diese DMC-Nummer 666, gibt es auch normal, in Anführungszeichen, ohne Beschichtung oben. Dann ist das Steinchen halt nur rot. Und diese haben eben so eine, wie Regenbogenfarben, eine Beschichtung oben, damit die noch besonders glänzen. Und diese Stellen, an denen diese ABs gesetzt werden, diese Stellen werden hervorgehoben. Wie jetzt hier diese, ja, Punkte, in Rot, das kommt halt so richtig raus, das glitzert halt noch mehr. Und das ist den Nordlichtern nachempfunden und heißt eben Aurora Borealis und ja, Mäusebär. Und jetzt hast du mich rausgebracht, Mäuschen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, genau, aber als Abkürzung sagt man AB. Also wenn jemand AB sagt, ist auch gut, kann man auch sagen. Aber wenn ihr dann mal hört AB-Steine, dann wisst ihr genau, um was es geht. Genau, so. Mäusekind, Fussi weg. Genau. So, dann sollten wir doch mal beginnen. Ich hol euch mal, ich will das nämlich jetzt anpenden. Und das ist schwierig. Ja, genau, aber das ist sehr weit. Ich muss mal schnell die gute, geeignete Position finden, damit ihr was seht und ich penden kann. Bis gleich. So, ich habe jetzt hier die 18, die 3608, das ist das J hier, aber ich möchte euch gerne dieses Steinchen, ihr seht, ich pende wieder mit meinem Lieblingsschiffchen, das müsste ich mal putzen. Jetzt wollte ich euch das Steinchen noch mal zeigen. Also, schütteln. Also, weil die Steinchen liegen halt in diesen Schiffchen auch fantastisch. Jetzt möchte ich es euch mal zeigen. Seht ihr das, wie das glitzert? Oh, ich liebe Harzsteine.
Seht ihr das? Ich weiß gar nicht, ob die Kamera das so zoomt, aber es sieht so toll aus. Und seht ihr auch, wie die sich schön legen? Toll. Also diese Steinchen sind wirklich hervorragend. So, dann beginnen wir doch gleich jetzt. So, ich denke. So, also. Jetzt kann ich es euch noch zeigen. Also dieser Coverminder ist natürlich dann dafür gedacht. Magnet weg. Den Coverminder auf die. Ach, das sieht ja wieder nicht. So, den Coverminder auf die Folie setzen und drunter machen, den Magnet, und dann ist es fest, dann hält's. Aber die Kühlschrankmagnete, die kann man dann einfach drauflegen, das passt auch. Gut. So, wo haben wir hier? Das ist jetzt, genau, nochmal zum Nachprüfen. 18 J 36 8. Genau, und das machen wir jetzt. Jetzt gucken wir mal. Ich habe hier den Stift, den finde ich äußerst schön. Mit Glitzermuscheln drin. Gibt es auch bei mir im Shop. Und ich finde, der ist so extravagant. Das ist so Urlaubsfeeling. Ja? Und mit dem pente ich auch sehr, und das sieht man auch, wie die Wurst vom Wachs schon drin ist. Ja, aber ich brauche Wachs. Ich nehme aber jetzt mal das vom Toolkit. Genau. Es sind ja zwei Wachsblättchen dabei. Und so, genau. Gut. Ich hoffe, das reicht. So, jetzt schauen wir mal, damit ihr da alles so schön seht. Dann setzen wir mal das erste Steinchen. J. Genau. Ja, zieht es ein bisschen raus. Ja, das ist ab und zu so, wenn das Wachs nicht richtig drin sitzt. Aber schauen wir mal. So. Also die lassen sich wieder sehr, sehr schön legen. Und wenn außenrum am Stift noch Wachs, also ich fülle immer nur ungern Wachs nach, weil dann immer alles außenrum, bis sich das wieder eingespielt hat mit dem Stift, da muss man ein paar Steinchen setzen. Aber das wisst ihr selbst alle. So, die Farbe ist auch hübsch, finde ich. So Schweinchenrosa. Ein bisschen dunkler. Aber ich finde dieses Bild so hübsch. Weil es ist wirklich der gute Laune-Panda. Und Pandas haben ja so irgendwie auch so ein Glücksgefühl. Da kommen gleich zwei Steine auf einmal mit. Man kriegt so Glücksgefühle bei Pandas. Die sind so positiv, finde ich. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt nochmal für alle, weil einige doch gesagt haben, oh schade, hast du das nur in rund. Ich mag rund eigentlich nicht so. Ich möchte gerne eckige Steine. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache es für die Eckigsteinliebhaber auch nochmal. Und dann mache ich es dann in Harz mit AB und ja. Aber die runden Acrylsteine, ich habe sehr gute Acrylsteine im Shop. Die lassen sich sehr gut legen und die glitzern auch fantastisch. Genau. So. Lassen sich gut legen und wie ich finde, die liegen auch ohne einen Zwischenraum aneinander. Also es gibt ja Steinchen, die sind auch sehr gleichmäßig hier. Die haben dann immer so einen kleinen Zwischenraum an den zwischen den Steinchen. Das ist hier nicht der Fall. Ich zeige es euch gleich. Ich mache jetzt da noch fertig und dann gucken wir uns das an. Genau.
Also lässt sich sehr gut liegen und der Druck ist auch wieder fantastisch. Ihr seht, ich mache das ohne Lightpad. Also ich mache viel mit Lightpad, weil es, finde ich, für die Augen angenehm ist. Ich kann ja 3 Stufen Helligkeit einstellen und ich habe es immer auf der 1. Stufe. Also blendet es auch nicht. Und ich finde, es entlastet die Augen mehr, wenn man mit Licht arbeitet, weil man nicht sich so drauf konzentrieren muss. Irgendwie, ja. Aber das Bild, der Druck, ist so gut, dass man auch ohne Lightpad angenehm und entspannt painten kann. So, jetzt haben wir das Ecklein fertig, was J betrifft. Genau, ach, da war ich wieder mal ein bisschen schief. So, genau. Kann man ja alles noch schön verrücken oder man hat dann so ein Steinchenschieber, dann kann man den Rand so ein bisschen noch nachziehen. Ja, das ist dann überhaupt kein Problem, auch zwischen den Reihen mal hier ein bisschen, genau, nachzuschieben. So, jetzt weiß ich nicht. Ups, so. Seht ihr das? Oh, das glitzert schön. Und das Rosa ist eine tolle Farbe. Ist richtig toll. Genau. Ein bisschen weiter weg. Seht ihr natürlich nichts. Ja, das ist jetzt nur eine Fläche unten. Das kommt jetzt dann erst peu à peu. Ich nehme euch mal weiter weg. Schmarrn, andere Richtung. So. Genau. Mach mal. Zack. es glitzert fantastisch. Ja. Also, ich kann euch dieses Bild empfehlen. Ihr seht, es sind fantastische Steine. Ich habe es im Shop eingestellt. Ich werde es fertig machen, werde euch auch immer noch ein Update dazu geben, wie das Bild geworden ist. Immer wieder, wie es aussieht. Den Stand, so heißt es. Jetzt hätte ich es beinahe nicht mehr gewusst. Den Stand. Euch zeigen, wie es sich legen lässt und wie es dann auch aussieht, weil es ist doch schon sehr viel rosa und es gibt Leute, die mögen rosa nicht so gern, also in dem Maße. Aber das macht gar nichts. Es kommen noch viele andere tolle Bilder. Ich kriege jetzt dann so ein schönes Bild. Ich hoffe, dass das auch 2 Wochen da ist. Also es ist verschickt, aber es dauert halt immer ewig. Und zumindest es ist angekündigt, dass es verschickt wird. Und da sind 2 ganz verschiedene Dinge miteinander kombiniert. Und da, lasst euch überraschen, das ist auch ein zuckersüßes Bild. Genau. So, jetzt machen wir mal mit ein paar Einpackvideos weiter. Das lockert das alles ein bisschen auf. So, liebe Conny, jetzt bist du an der Reihe. Du kriegst auch ein rosa Papier, ein hellrosa. Du hast dir bestellt die süßen Kätzchen-Hasen-Sticker. Dann hast du dir bestellt die lustigen Osterhasen-Anhänger, Schlüsselanhänger. Hätte ich beinahe schon wieder Sticker gesagt. Dann bekommst du das und ein türkisches Auge in Rot. Vielen Dank, liebe Conny. Viel Spaß beim Painten. So, liebe Daniela, jetzt packen wir deine Bestellung. Du hast dir bestellt den glücklichen Panda mit den eckigen Harzsteinen. Dann hast du dir dazu bestellt ein Glutape. Dann einen Cutterstift in Rosa. Eine für eckige Steine, eine Schablone. Dann den tollen Glitzerkussstift. Der ist richtig schön. Einen Steinchenroller. Dann hast du eine transparente Stiftbox. Ja, dann kriegst du noch das. Und du kriegst ein türkisches Auge in Dunkelblau. Dankeschön, liebe Daniela. Ich wünsche dir viel Spaß mit deinen Sachen.
Wir packen wieder eine Bestellung und diesmal ist Patricia dran. Sie hat sich das Kosmetiktäschchen so mit dem tollen Schmetterling ausgesucht. Dann die Osteranhänger mit gemischten Motiven und nochmal die süßen Osterhäschen. Sehr gut. Dann bekommt sie noch das und ein türkisches Auge in hellblau. Super, danke schön, liebe Patricia. Viel Spaß damit. Ja, genau. Ich schalte ein und Maus ist da. Also ich habe das jetzt auch noch ein bisschen aufgefüllt, weitergemacht. Das wollte ich euch noch zeigen mit den verschiedenen Rosatönen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so seht. Also es ist sehr schön zu legen, es macht Spaß. Und genau, also im Shop sind sie verfügbar. Das Bild ist im Shop verfügbar. Und ja, mit Harz- und AB-Steinen. Wer eckig möchte, der kann gerne mal gucken. Da sind auch Fotos drin von den Steinchen und allem drum und dran. Informiert euch, stöbert einfach mal durch die www.diehobbyecke.de. Da gibt es auch diesen tollen Stift. Es gibt viele Stifte. Ja, auf alle Fälle, ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hab mich gefreut. Besucht mich auch auf TikTok und Instagram. Da bin ich auch unter die Hobby-Ecke zu finden. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir da auch folgen würdet. Und wenn euch das Filmchen gefallen hat, einen Daumen hoch da lasst, ein Abo da lasst, wenn ihr nicht schon eines habt. Und wenn ihr Bilder von mir kauft, verlinkt mich doch bitte und zeigt mir das. Das freut mich dann, wenn ihr Freude dran habt. Genau. Und ja, dann bleibt gesund. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Pendeln. Wenn Fragen sein sollten, stellt sie mir bitte. Ich versuche sie zu beantworten. Wenn ihr irgendwelche besonderen Artikel haben möchtet im Shop, schreibt mir auch das, weil dann prüfe ich's, teste ich's und schaue, dass ich sie bekomme. Ja? Auch das. Genau, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.